Es geht schon wieder weiter mit der Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir ein paar Gegnerlager, ja, fertig gemacht, Belohnungen bekommen dafür. Wir haben ein bisschen erkundet, wollten zum letzten Schrein, haben es nicht ganz geschafft. In dem Part wird es definitiv passieren, da der letzte Schrein sich hier oben befindet. Und wir haben es auf diese Bergspitze da geschafft. Genau diese hier. Da haben wir es hochgeschafft. Da war schon wieder der alte Mann, weil er hier irgendwie immer ist. Ach du Scheiße. Boah, Alter. Ja, ihr klein Pisi, Alter. Kommt nur her. Friss. Heugabel. Und dann haben wir von dem Alten auf der Bergspitze haben wir das Winterwams, was wir gerade tragen, bekommen. Und das ist ziemlich nützlich, da uns die Kälte jetzt nichts mehr ausmacht. Ziemlich praktisch, oder? Ich finde es ziemlich nice. Wir hätten ja noch die Option gehabt, eine Bombe irgendwo hinzufacken. Upsa! Ja. Aber was interessiert uns die Bombe? Denn wir sind jetzt hier beim Schrein. Und an die Truhe kommen wir nicht. Denn soweit ich weiß, sobald man das Wasser berührt, ist man gefreezed. Ja, man erleidet so schnell instant Schaden, Alter. Da können wir noch nicht hin. Grundsätzlich kann man gar nicht in so ein kaltes Wasser. Also schon ziemlich gut. Toimisok-Schrein. Der letzte der vier vorgegebenen Schreine wird jetzt von uns betreten. Und wir werden sehen, was sich darin befindet. Ich bin ziemlich gespannt drauf. Ist ja auch das letzte Modul, was wir bekommen. Okay. Wir werden wieder schön angesprochen. Säulen aus Eis. So heißt die Prüfung, die wir uns entgegenstellen müssen. Und bevor wir, ja, logischerweise anfangen damit und entscheid kommen, holen wir uns das letzte verbleibende Modul, was wir hier bekommen, ab. Und es ist was ziemlich Geiles, denn damit kommen wir so gut wie über alle Gewässer, die uns im Weg stehen. Selbst über Wasserfälle. Über alles. Denn es ist das Kryo-Modul. Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören. Ja. Sieht folgendermaßen aus. Wir können im Prinzip das auswählen. Da können wir auf jeder Wasserfläche, die hier vorgegeben ist, können wir dann jederzeit so ein Eisbatzen erschaffen lassen. Drei an der Zahl. Und dann kann man die auch, ja, betreten, kann man hochklettern und so kommt man über sämtliche Hindernisse. Man kann mit dem Vieh anstellen, wie man sieht. Unter diesem Gitter ist Wasser. Tun wir doch einfach dieses Kryo-Modul unter dieses Gitter einsetzen. Ach du Scheiße. Du hast mich überrascht. Wow. Wow. Ey, ich treffe den nicht. Komm her, komm her. Ins Auge, Mann. Und yeah. Das war knapp. Der hätte mich fast getroffen. Der hätte fast losgeschossen, Mann. Holen wir uns mal unsere Schraube ab hier. Was ist da oben? Da oben ist eine Truhe. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Die ist eigentlich ziemlich leicht zu bekommen, soweit ich noch weiß. Hier das Kryo-Modul einsetzen. Und einfach hier das Kryo-Modul einsetzen. Und dann kann man ja auch hier schon hochklettern.
Und da drin ist hoffentlich was Geiles, was Geiles, was Geiles, was Geiles. Okay, eine Reiselanze. Kennen wir schon. Na, immerhin eine Waffe. Geht ja sowieso nach der Zeit irgendwann aus. Gerade wenn man am Anfang des Spiels steht, ist das so alles ein bisschen eine kritische Sache. Daher begrüße ich das gerne. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Gibt's nichts mehr. War alles, ne? Ich hoffe's. Ich hoffe es einfach mal. Ja, okay. Damit haben wir auch diesen Schrein gelöst. Und somit alle Schreine geschafft, die der alte Mann ja uns vorgegeben hat. Und jetzt müssten wir rein theoretisch, wenn er sein Wort hält, hat er ja beim letzten Mal nicht, ne? Da hat er jetzt eiskalt beschissen, der kleine Alter. Aber jetzt haben wir uns hier durchgeschlagen und wollen den Parasegel, den er uns versprochen hat. Wir lassen uns nicht nochmal übers Ohr hauen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Halja dir beistehen. Ja. So, und damit haben wir auch alle Schreine. Und da lacht uns sofort einer an. Da kommt er. Der Alte. Ey, ich hoffe, ich bekomme jetzt meinen Preis, ne? Ich mach das ja nicht ohne Grund. Nun hast du alle alten Schreine. Jetzt hast du alle Schreine aus dem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Es ist soweit. Link. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Du weißt aber schon, dass ich. Ja. Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreien. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Was jetzt mit meinem Parasegel? Du hast verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreien sich kreuzen. WTF? Wo ist er hin? Wo ist mein Parasegel? Ich will nur noch mein Parasegel! Mann, ich hoffe, der gibt uns den endlich, wenn wir dann bei ihm sind. Das gibt's doch nicht. Egal. Jetzt kommen wir hier an die Truhe ran. Weil Link das Kryo-Modul bedienen kann. Ach du Scheiße, schnell raus hier. Oder doch nicht ganz. So, hoch mit dir. Was hast du zu verbergen? Gibt's mehr. Ja. Naja, nur ein Opal. Ja. Na Scheiße, das wird ein bisschen knapp, ne? Machen wir mal. Ja, fuck. Schaffen wir den Sprung oder krepieren wir sofort? Ich will eigentlich nicht sterben, ne? Deswegen gehe ich mal hier auf Nummer sicher. Ich mach von mir aus auch gleich mal hier noch einen hin. Nummer sicher ist ja eine Nummer sicher. Logischerweise. Okay. Okay, damit haben wir das auch. Ja, ich würde mir ganz gern erstmal irgendwas reinpfeffern. Honig heilt gleich 2. Ja, nehmen wir einen Honig. Gut, er meinte. Wo die Striche sich kreuzen. Von jedem Schrein. Gut, wenn hier ein Strich ist. Warte. Hier ist ein Strich. Und dann hier ist ein Strich. Das heißt. Ja. An der Zitadelle der Zeit. Sogar haargenau der Krog. Hat der Krog was damit zu tun? Hat der Krog was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich hat das nicht damit zu tun. Ist ja klar. Gut, was haben wir? Ich würde sagen, wir nehmen uns noch die 2 Krogs hier vor. Falls wir die wenigstens bekommen können. Ich hoffe's. Oder? Na komm, ändern. Zack. Mach mal eine Markierung dahin, dass wir den nicht vergessen. Den können wir ja noch irgendwie nicht holen. Und. Ja, wir laufen mal hier lang. Wir gehen hier hinter.
Wasserfall müssen wir auch noch. Dann hier. Dann können wir hier rum. Und teleportieren uns einfach wieder zum Schrein des Lebens. Oder wir gehen die komplette Route, wie dem auch sei. Machen wir das so. Was ist das? Erstens, da hinten ist irgendwas Gruselig, Großes, was da rumfliegt in den Himmel. Und da ist, ja. Was ist das? Es leuchtet. Es leuchtet ohne Grund. Link, mach dich gefasst auf ein fettes Abenteuer, Bro. Naja. Oh, was ist denn da unten? Oh, da unten ist auch noch ein Schrein. Den markieren wir uns. Alle, die ich sehe, werde ich mir sofort markieren. Ah, der ist im unbekannten Gebieten. Ich werde ihn mir trotzdem markieren. Ich gehe da jetzt sofort hin. Schreine, für Schreine benutze ich mal den Crystal. Dieses Crystal Meth. Nein, Drogen nicht gut. Drogen nicht gut. Kinder. Ich schwöre euch, Drogen nicht gut. Finger weg von Scheiße. Ja. Denn Droge ist Scheiße. So, wir wollen noch hinter den Wasserfall. Der ist aber ganz schön weit weg. Na egal, wir haben genügend Zeit. Nein, was machst du? Was machst du? Was machst du? Shit. Das kann doch nicht sein, dass wir solche Lappen sind. Oder ich in dem Falle. Weil ihr guckt ja noch zu. Jetzt muss ich unnötig was rausschneiden. Ich schneide da jetzt ab sofort in diesen Part die Ladesequenzen weg. Habe ich ja schon erwähnt. Dann ist das für alle angenehmer. Komme schon am klügsten runter. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich das mache. Das möchte ich jetzt mal zeigen. Man kann, wenn man richtig cool ist und richtig geil drauf ist, kann man auch einen richtig coolen Move machen. Und zwar... Yeah. Yeah. Man kann nämlich auf Schildern schlittern. Whee. Man muss natürlich dabei bedenken... Wow. Dass das ziemlich viel Schaden. Das Schild nimmt ganz schön viel Schaden dabei. Das muss man bedenken. Ne? Yeah. Die sind voll krass, oder? So. Och, geht weg, Mann. Husch, husch. Alter, fuck. So kalt an den Eiern. Als ob er nicht tot ist. So. Man kann übrigens auch mit riesengroßen Schwertern kann man auch Bäume fällen. Man kann auch mit normalen Schwertern Bäume fällen. Dauert im Endeffekt ein bisschen länger. Gut! Aber ich zeig's nie wieder. Denn das zerbricht gleich das Ding. Es ist weg. Warum muss ich nur sowas zeigen? Ey, geht doch mal alle weg, Mann. Was ist denn euer Problem? Alter, ist das knapp. Dann gehen wir einfach mal zuerst hinter dem Wasserfall. Denn da habe ich mir gemerkt, ist was versteckt. Habe mir das aber sicherheitshalber mal markiert gehabt. Nicht, dass ich Idiot das vergesse. Wäre nicht so schön. Ey, was? Ihr erscheint aber überall, ne? Nicht mit mir. Und wer hätte es gedacht, hier hinten ist tatsächlich eine Höhle. Ui. Alter. Fuck, mit 3 Schatzkisten. Ein Soldatenschwert. Ein richtig geiles neues Schwert. Diese Art Schwert benutzten einst die Schlosswachen von Hyrule. Seine scharfe Schneide leistet im Kampf mit Monstern gute Dienste und ist äußerst haltbar. Ja, geil. Gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr. Was haben wir so alles? Boah, Stachelbockbogen. Neuer Bogen. Ein mit Tierknochen verstärkter Bockbogen. Nicht weniger primitiv, aber genauer und durchschlagskräftiger als ein normal, als ein kleiner Bruder. Also der normale Bockbogen im Prinzip. Nochmal 5 Feuerpfeile und Eispfeile, oder? Oder normale Pfeile, die sind sogar noch wichtiger, aber die haben wir kaum. Geil. Da haben wir das auch abgehakt in den Wasserfall und es hat sich echt gelohnt. Ich fand, das hat sich echt gelohnt.
So, gehen wir hier irgendwie hoch. Wir können uns jetzt im Prinzip... Ja, dann kann ich das gleich mal zeigen. Kryomodul. Man kann jetzt im Prinzip auch den Wasserfall so hoch irgendwie, ne? Man kann sich jetzt so hocharbeiten. Irgendwie. Aber ich mach das nicht. Weil das ist mir zu risky. Ich bin am Anfang des Games. Ich möchte das nicht riskieren. Verzeiht mir. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. War hier hinten nicht irgendwas? Die müssten wir auch noch mitnehmen. Ja, die können wir ein anderes Mal mitnehmen. Das machen wir dann im nächsten Part, die Crocs. Ich gehe jetzt erstmal die normale Route, dass wir es auch in diesem Part zum Alten schaffen. Oder wisst ihr was? Wir gehen da jetzt hin. Wir gehen jetzt zu dem Alten, komm. Wir teleportieren uns einfach scheiß auf die Route. Weil wenn wir die Belohnung bekommen, von ihm endlich den Parasegel, dann lohnt sich das Erkunden mehr. Ja, dann lohnt sich das Erkunden mehr, weil, na, ist halt praktischer und dauert nicht so lange, weil wir da nicht so viel klettern müssen und, ja, ist halt besser. Ich allgemein ist das eine ziemlich coole Waffe. Was heißt Waffe? Item, ein ziemlich cooles Item. Und das ist auch ziemlich hilfreich. Und ich habe in der Ladesequenz gesprochen, jetzt kann ich sie nicht rausschneiden. Geil. Ich werde in Zukunft ja nicht nur Schrein-Ladesequenz, ich werde jede Ladesequenz rausschneiden, ja. Jede einzelne. Porten, Schreine, Zwischensequenzen, alles Mögliche. Ich werde das alles rausschneiden. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich erwähne es nochmal. Ich finde es besser. Da können wir auch gleich die Zitadelle der Zeit erkunden, haben wir das auch hinter uns. Und dann können wir auch im nächsten Part dann schon mal in diesen fetten Wald... Hat es einen Namen, ja. Wald der Seelen zum Krötenteich. Das alles mal erkunden. Und dann würde ich sagen, in 3-4 Parts können wir dann runter vom Plateau. Und dann geht's richtig los mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf. Denn da gibt's sau viel zu entdecken. Egal, wie viel man vom Spiel schon gesehen hat. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt schon viel vom Spiel gesehen. Man, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Jede Ecke. Egal. Das Ding ist, man entdeckt immer wieder allein aus Prinzip was Neues. Weil... man in dem Spiel die Routen einschlagen kann, wie man will. Ihr wollt jetzt zur Zitadelle der Zeit, könnt aber um den Eisberg rumlaufen und dann den Weg zur Zitadelle der Zeit nehmen. Ihr habt schon was Neues gesehen. Punkt. Ihr kennt die Zitadelle der Zeit und den Weg dahin, aber nicht diesen Weg. Es gibt immer wieder neue Routen einzuschlagen. Und das ist das Krasse. Finde ich echt cool. So, ist hier... Oh, da war Untersuchen. Antikes Zahnrad. Haben wir das schon? Haben wir das... Haben wir da? Dieses Zahnrad stammt aus einer uralten Maschine, aber sieht so aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Unerklärlich, ja, da hatten wir es schon. War ich da unten schon drin? Ich weiß es nicht, ich guck da einfach mal rein. Halte ich fest, Alter, knapp. Ist halb geschlittert, Mann. Ist hier was? Hey, warum ist hier nichts? Irgendwo noch was. Ah, guck mal hier runter. Hier ist auch noch was. Ah, da ist ein scheiß Bockblin. Der will mir einen Tag versterben oder was. Und da ist noch ein Bockblin. Na, dann gehen wir erstmal zu diesem Brunnen da. Richtung Brunnen. Diesen kleiner Teich. Boah, ich finde das immer voll schön. Die ganzen Effekte und so. Ah, das ist echt ein geiles Spiel. Ich schlag mal hier auf den Baum, dass die Äpfel runterfallen. Her damit. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh. Steinfell! Wie der Gegner jetzt Angst da so ein Schiss hat und sich einscheißt. Nein, Link, du sollst doch nicht auf den Stein klettern, Alter. Bist du krank? Komm her, Mann! Ich hab dich nicht ganz getroffen. Boah, aber nicht mit mir. Das hat mir noch nicht gefallen. Schon mit gleich einem neuen Bockstock hier. Egal, ob meiner zerbricht, man. Das interessiert mich ein Shitty. Der interessiert mich ein Shitty. Ein Shitty, Shitty, Shitty. Da hinten ist noch ein Stein, aber das kennen wir ja schon. Jetzt gehen wir mal hier auf hoch. Schlagen mal die Route hier ein. Ey, das sind wieder neue Gegner. Also die kennen wir schon, aber nicht in dieser Farbe. Deswegen, es ist ein stinknormaler Schleimgelee.
Der Gegner heißt übrigens Schleim. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von dem er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ja, das ist ziemlich geil. Okay. Es wird nachts, es wird nachts, es wird nachts. Das passt zur Atmosphäre, das passt. Das ist ein geiles Bild zur Zitadelle, ne? Das ist ein geiles Bild. Jetzt werden wir uns hochschlagen. Wir werden viele verschiedene Gegner antreffen. Was heißt verschiedene Gegner? Wir werden halt Gegner antreffen. Der geht mir echt auf den Single, hä? Kannst du mal aufstehen? Was war das? Wer hat mich gerade so hässlich attackiert? Oh, die. Ach nee. Weil es nachts ist, ich mache mir unnötig. Ich mache mir unnötige Gegner hier. Aber der Bockblin ist da jetzt nicht gestorben. Ja, da hinten ist er. Hey. Als ob. Er hat überlebt. Was? Hier. Ist Bockblinarm. Also Stahlbockblinarm. Oh, hier ist eine Schatzkiste. Der allerdings auch. Den allerdings auch dieser Kumpane hier beschützt. Dann ist das wohl dein Schatz. Aber es interessiert mich recht wenig. Denn dein Arsch wird jetzt mit dem Arm deines toten Bruders versohlt. Du warst nicht nett. Was ist denn da drin, ne? Ich hoffe ja was Schönes. Ich hoffe was Schönes. Hylia-Hose. Traditionelle Beinkleidung in Hylia. Hylia. In Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für die Reisen. Ja, Mann. Jetzt müssen wir nicht diese Scheiße tragen. Guck dich das mal an. Diese Billigkacke. Jetzt haben wir eine richtige Hose. Ist das geil. Wir finden ja immer mehr Bekleidung langsam. Müssen wir hier nicht wie so ein halbnackter, sexy Oldboy rumlaufen, ey. Hä, WTF? Was machst du hier? Ja, geil. Eine schöne Hose. Ich hab eine Hose. Ich hab eine Hose. Und ich fühle mich cool. Ich hab eine Hose. Ich hab eine Hose. Denn ich bin jetzt nicht mehr schwul. Ich hab eine Hose. Ich hab eine Hose. Hä? Warum leuchtet das jetzt? Warum leuchtet das jetzt? Muss ich das jetzt verstehen oder so? Muss ich das jetzt verstehen? Warum leuchtet das? Warum? Was ist? Du hast die Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Ach so, ja, stimmt, klar, ja, logisch. Dafür sind übrigens jetzt die Zeichen der Bewährung da. Man kann sich entweder ein Herz dazu holen oder die Ausdauer erweitern. Ich bin ja dafür. Ja, für was bin ich? Einerseits, 3 Herzen ist schon ziemlich mickrig. Andererseits, die Gegner werden immer stärker auf dem Weg. Einerseits, ich habe ja dann schon den Parasegel und muss nicht so viel klettern. Andererseits, kommt hier auf uns zu, was die erhöhte Ausdauer, ja, ja, wo man das gut wisst ihr, ne? So läuft nämlich der Hase. Ich nehme ein Herz, ist besser. Ausdauer haben wir erstmal noch genügend. Und damit haben wir unseren ersten Herzcontainer. Oh yeah. Herzcontainer. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Erhöht die Maximalanzahl einer Herzen. Jetzt haben wir 4. Vor. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ich sollte das nicht mehr. WTF? Warum lacht er jetzt? Warum? WTF?
Wo kommt der her? Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück eher stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Ach, das war sogar gewollt, dass wir erst zu dieser Statue gehen. Na, wenn der sagt, wir sollen hoch, na dann gehen wir da mal hoch, oder? Hier ist sogar eine schöne Leiter. Nutzen wir die doch mal. Der Typ ist aber überall, ne? Der hat mich schon fast erschrocken hier. Gut. Ich weiß im Prinzip schon, wo der ist. Der ist nämlich jetzt hier geradeaus. Da ist er. Aber ich versuche den mal hier zu umgehen, weil... Wow, das war knapp. Ja, das Loch hat ein Dach. Mann, das laber ich immer für eine Scheiße. Das da hat ein Loch? So rum. Das ist richtig. Weil hier oben auf der Spitze... Ach, scheiße. Schaffen wir das noch? Ich habe mich verklettert, kann man das so nennen? Okay, hier gehen wir uns zum Aufladen. Hier auf der Spitze befindet sich ein Krog. Na scheiße, schaffen wir das? Schaffen wir das? Bestimmt, oder? Komm schon, bitte. Link, du bist schon so weit oben. Dann schaffst du auch das Stückchen noch. Komm schon. Komm. Oh mein Gott, danke. Hi, Krog. Du hast mich entdeckt. Bla, 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 bla. Und jetzt kann ich hier runter. Tschüss. Runterschlittern können wir ja. Hier runter. Und dann sind wir angekommen. Wer bist du zur Hölle? Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter.
Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie, Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Aha. Ich muss einmal Luft bekommen. Holy shit! Nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Endlich! Parasegel! Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf vergessenem Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu kleiden. Eine vergessene Welt. Geschafft. Holy shit. Boah. Alter, ich hab grad übel den Anfall. Nun kannst du von den Steinklippen dieses Plateaus ohne Forsch nach unten gleiten.
alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. WTF. Wie episch war die Musik, bitte? Wie verdammt crazy ist die Story? Wir sind vor 100 Jahren in dem Krieg dabei gewesen. Holy shit!